Heute kam in FIFA die wahrscheinlich mit krasseste SBC jemals raus, nämlich Neymar, Footies und zwar als Zehner. Was ist das bitte für eine Karte? Aber lohnt sich diese SBC wirklich? Neymar spielt, wie ihr wisst, für PSG in der Ligue 1. Er hat 5 Sterne Skills und 5 Sterne Weak Foot, das hat er aber ja schon immer. Dazu hat er mit hochgeringen, nice Arbeitsraten und eben noch seinen eigenen Bodytype Neymar. Das ist halt schon eine richtig geile Sache. Bei den Werten kann man nicht meckern, Tempo und Dribblingwerte sind perfekt, dazu kann er echt gut schießen, die Passwerte sehen auch noch stark aus. Der einzig nicht ganz so gute Wert ist seine Stärke, da kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück. Als Fähigkeiten hat Neymar natürlich noch den Außenrissschuss, den Flair und den Finesse-Shot-Trade, also alles was man sich hier wünschen kann. Um die angesprochene Stärke zu pushen, würden wir ihm den Architect Chemistry Style geben. So bekommt die Stärke einen plus 15 Boost und die Passwerte werden auch noch perfektioniert, das sieht eigentlich echt nice aus. Neymar kann man natürlich richtig gut einbauen, die Nation ist ideal und die Liga ist ja auch nicht schlecht. Er hat Perfect Links zum Beispiel zu Marquinhos und Rafinha und Strong Links zum Beispiel zu Messi. Für die SBC hat man noch knapp einen Monat Zeit, man muss hier 16 Teams abgeben. Darunter ein 92er Team, 2 91er Teams und 3 90er Teams. Dann aber auch noch einige Special Cards, wie zum Beispiel Foot Birthday Karten, Foot Fantasy Karten und so weiter. Der Preis ist hier schwierig zu ermitteln, wahrscheinlich liegt er ungefähr so bei 1 Million. Also so zwischen Varane und Mondi. Schauen wir uns mal ähnliche Karten an, vor allem mit dem Fokus auf 5 Sterne Skills und 5 Sterne Weak Foot. Da gibt es Son als Shapeshifter für 420.000, der ist von den Werten vielleicht ein Ticken schwächer. Dann gibt es die Griezmann Footies SBC, die kostet ein bisschen weniger, nur so 400.000, die Werte sind aber nicht ganz so stark. Und dann gibt es noch Ousmane Dembélé Foot Fantasy für 130.000, der ist nochmal ein Ticken schwächer. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann lass doch gerne mal ein Like und ein Abo da, so kannst du uns echt unterstützen. Schauen wir jetzt mal in die Liga. Hier gibt es Ben Yedder als Footies-Karte, den kann man sich aktuell über die Sommer-Tausch-Tokens holen. Der kostet so gesehen nur 27 Tokens, was so in Ordnung geht. Der hat wirklich richtig krasse Werte, sogar noch besser als Neymar und eben auch 5-5. Als Brasilianer haben wir noch Marcelo Shapeshifter für ungefähr 500.000, der hat auch echt eine krasse Karte, kann sogar noch verteidigen. Und dann gibt es natürlich noch andere Karten von Neymar. Wir haben jetzt mal die Winter Wildcard Karte rausgesucht, weil die eben auch zentral ist. Die ist natürlich nochmal deutlich schwächer, kostet aber nur 200.000. Von Neymar gibt es natürlich auch einen Tots, der nicht ganz so teuer ist. Sollte man die SBC also eher machen oder lassen? Wie gesagt, ist das eine der krassesten SBCs bisher. Neymar kann man nice verlinken, er hat 5-5, nice Arbeitsraten und seinen eigenen Bodytype. Die Werte sind nahezu perfekt. Man muss hier wirklich einiges abgeben, aber eben wie bei den bisherigen SBCs auch, deshalb geht das voll klar. Er kostet ungefähr so viel wie ein Mondi, ist aber hier deutlich besser in unseren Augen. Man kann schlecht alle letzten SBCs abschließen. Aber man kann sich ja hier eine rauspicken und Neymar ist in unseren Augen auf jeden Fall eine nice Karte. Wenn du Neymar feierst, kannst du die SBC auf jeden Fall mitnehmen. Was ist deine Meinung? Schreib uns das gerne mal in die Kommentare. Lass jetzt noch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.